Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute sind wir im Engadin. Wir laufen von Motten nach Lunz, oberhalb von Schuhl, nach Aftan. Und jetzt, Andrea, kommst du eine Kopfbedeckung über, wo der Jahreszeit angepasst ist. Oh, okay. Aber wenigstens, ey, schön anziehen. Okay, das Tor wärmt. Am Abend vor der Wanderung steht uns noch ein ganz besonderer Ausflug bevor. Wir dürfen einem Pistenfahrzeugfahrer Stefan von Lanten bei der Arbeit zuschauen. Ich bin beeindruckt, wie er Nacht für Nacht, unter anderem für Touristen wie uns, den Weg präpariert. Für den Stefan ist es bis heute ein Bubentraum, den er sich erfüllt hat. Er liebt seine Arbeit mit diesen fast 5 Tonnen schweren Pistenraupen. Ich zähle mich ja nicht zu den Frühaufstehern, aber der Thomas wird gerne das erstmögliche Bändchen nehmen. Noch ein bisschen müde staune ich über den prächtigen Wald im Schneekleid. Oben ankommen, kommen die Lebensgeister zurück. Budeln geht natürlich gar nicht. Wir haben ein seltenes Glück. Kaum laufen wir los, zeigt sich uns ein Halo-Phänomen, im Bild erkennbar mit einem ganz feinen Bogen über der Bergspitze, der fast wie ein Regenbogen aussieht. Das Knirschen im Schnee ist ein Ton, der mir immer wieder gefällt. Wir sind beide ganz still und genussvoll am Wandern. Viel Wort braucht es da nicht mehr. Bei so viel unberührter Schneefläche können wir dann allerdings auf eine Idee. Thomas, schreib doch etwas in Schnee rein. Ja, Wanderwelt. Arial oder das Calibri-Schrift. New Times. New Times, okay. Weiter geht es nach Brui. Zwar haben wir heute noch ein paar Kilometer vor uns, aber so einem Sonnenbänkchen kann man sich halt schon nur schwer entziehen. Ah, ich könnte hier bleiben. Den ganzen Tag. Fertig wandern. Ja. Ja, wenn man mal auf den Geschmack gekommen ist und ein paar Gänge abgeschaltet hat, will man natürlich gleich mehr davon. Nach Brui entdecken wir die Schlittelpiste, die uns flugs nach Aftan führen könnte. Das finde ich natürlich schon verlockend. Du, gehen wir auf den Schlitten? Ja, nächstes Mal darfst du schlitteln. Gut. Ich bin allerdings froh, dass wir den Wanderweg nehmen. Kein Wunder, reden die Einheimischen bei diesem Blick auch vom Amphitheater in den Bergen. Das Mittagessen könnte jetzt nie nicht besser sein als draussen auf einem einfachen Holzbänkli. Bald schon sehen wir aufs Engadinendorf da runter, die Sonnenterrasse vom Unterengadin. Rund 500 Einwohner hat das Dorf und eine pittoreske Kirche mit Zwiebelturm aus dem Jahr 1634. Mit dem Besuch dieser Kirche endet unsere Wanderung. Zwar könnten wir noch zu Fuß aufs Gual runterlaufen, aber wir freuen uns jetzt auf die Postautofahrt mit vielen abenteuerlichen Haarnadelkurven. I've seen the flip side.